Willkommen zurück bei Fall Guys. Wir sind die Fall Guys. Ja, wir sind die Fall Guys und heute haben wir ein Thema, schlechte Publisher. Epic nicht. Ich will, also Epic ist ja ein Publisher eigentlich, aber... Oh Junge, ich bin echt runtergefallen, so ein Mist. Epic ein Publisher zu nennen, hört sich auch ein bisschen komisch an. Und Valve ist ja auch ein Publisher, aber die Games, die gepublished haben, sind ja auch irgendwie von einem... Ne, da gab es meine Großeltern noch. Das ist traurig, das wollte ich damit sagen, weil meine Großeltern noch hier. Ne, verstehe ich. Ja, die wollen ja auch keine dritten Teile rausbringen, also... Ne, verstehe ich auch, wollte ich auch nicht machen. Das kann nur daneben gehen. Warum auch immer, warum auch Geld verdienen? Das ist für den, ja, aber alle werden enttäuscht und die Valve Legacy, davon wird dann nicht mehr geredet. Das war richtig verkackt. Nee, ich schwöre, wenn du jetzt nicht reinkommst, sind wir wieder raus. Jetzt weit, ich will ja, jetzt bin runter. Da, halt. Ich bin da. Alter, hier ist einer. Oh mein einer, Gott. Oh mein Gott, ich schwöre, wenn der jetzt. Okay, das. Oh ich shit. Ich jede. Oh, okay. Runde beendet, gerade so, mein Gott. Ich wollte es ja spannend machen, weißt du, wir haben immer gewonnen. Ich will gewinnen schon wieder. Kein Ding. Ja. Kommt mal eine Runde weiter. Wir wollten über schlechte Publisher reden, schon lange verkackt. Ist eigentlich meine Schuld. Aber. Also. Weil ich jetzt direkt gebracht habe, Nintendo. Nintendo war früher mal, naja, die waren noch nie wirklich kundenfreundlich. Es war immer schon ein Unternehmen und jedes Unternehmen will dasselbe. Das ist einfach nur Einschätzung. Freundliche Unternehmen, man muss sagen, Microsoft ist verglichen mit Nintendo ein Gottessegen. Ich meine, die kaufen zwar alles, aber... Kennst du nicht Xbox Live vor Windows und so ein Gedöns? Musst du mal nachschauen, das war grauenvoll. Aber gut, das liegt halt lange in der Vergangenheit. Wir reden von jetzt. Ja, stimmt. Game Pass ist ein super Angebot. Die sind auch relativ freundlich eigentlich. Die bringen auch alles raus vom PC. Also. Ja, die haben das. Mittlerweile ist das ja Standard ein bisschen. Aber die haben das halt. Ja, ich habe nicht mal eine Xbox, Leute. Also ich versuche nicht von Microsoft zu simpen. Ich hasse den Fakt, dass sie alles kaufen, ehrlich gesagt. Also. Ja, auf Kurzzeit ist es natürlich nice. Also auch nicht immer, aber. Kann gut sein. Aber später, ne? Alle Guten sind halt. Stell dir vor, all diese Guten, die jetzt gekauft sind von Nintendo, Sony, Microsoft, Bethesda, die alles wegkaufen. Wenn die alle unabhängig wären und halt auch das Geld hätten natürlich einfach, um das zu tun. Sony kauft ja eh nichts. Dann wär's sogar. Sony hatte einen krassen Purchase gemacht, ne? Dieses Jahr habe ich gesehen. Was denn? Bungie? Ja. Ja, Bungie ist kein krasser Purchase, to be honest. Gut, heutzutage vielleicht nicht mehr. Ne. Ich hab's halt letztens gesehen. Absolut lame. Niemand juckt es. Vor allem Destiny kommt ja trotzdem noch für die Xbox und so raus. Ja, aber Microsoft ist ja auch für Sony dumm, da jetzt einfach den Geld. Ja, guck mal, Microsoft macht es aber auch so. Ja, Elder Scrolls 6 kommt jetzt aber nicht mehr für die PS5, Leute. Das wird Sony wahrscheinlich auch. Aber Spiele, die schon draußen sind, weil Microsoft hat auch Minecraft nicht weggemacht. Das wäre nämlich auch ein harter Blick. Ja, aber das ist richtig eklig, Microsoft. Weißt du, ich finde, das ist was anderes, wenn du etwas hast, was eh schon immer für dich war. Das ist was anderes. Also ich finde, wenn du Halo eh nur auf der Xbox hattest bis jetzt, dann kannst du auch weiterhin nur auf der Xbox bleiben. Aber wenn du dann seit Jahren Elder Scrolls überall hattest, dann kommt Microsoft und sagt, ach nee, jetzt kauf mir die Scheiße, jetzt kriegst du nur noch Xbox und PC natürlich. Dann ist das Bullshit. Ich meine, das wird die auch beißen, glaube ich. Also, das ist eigentlich genau der Grund, warum sie es tun. Ne? Sie wollen das übrigens auch scheiße. Das ist jetzt wirklich ein Grund, um die Plattform zu wechseln, auch wenn es cheap ist eigentlich. Aber am Ende des Tages willst du halt die Games spielen. Ne? Dann macht man PC, wie gesagt, dann halt PC. Das lohnt sich auch für Microsoft, weil Windows. Ja, aber ist halt trotzdem ein ekliger Move, da kann man nichts sagen. Das ist ein ekliger Move, das stimmt. Ich hoffe wirklich, dass Sony den richtig ekligen Move dafür macht. Ich weiß, das sollte man nicht hoffen, aber ich hoffe wirklich. Und dann einfach sagt, weil die sind ja dick mit Rockstar. Tja, Leute, da kriegt ihr halt kein GTA. Das ist nämlich viel, viel schlimmer, wäre das. Ich weiß nicht, ob Rockstar da mitmacht, egal wie dick die sind. Die brauchen nicht wirklich. Microsoft brauchen die nicht. Das heißt, viel am allerbesten. Ja, aber die wollen einfach überall verkaufen. Weil Xbox ist dann schon ungefähr die Hälfte der PlayStation verkauft für GTA. Ja, wenn Sony nochmal zahlt, ich glaube, das juckt die dann nochmal. Und auch da werden doch die meisten Microsoft echt gemacht. Viel Geld bei GTA, ne? So irgendwie das bestverkaufte Game der ganzen Channel. Ja, deswegen, ich weiß nicht, was passiert.
ehrlich gesagt. Also für den PC dann auch noch, aber dann nicht mehr für die Xbox. Ja, und für die Switch. Am Anfang haben doch alle immer gesagt, oh, GTA 5 auf die Switch, wann? Ach, die Switch halt nicht mal, das ist das Ding, die ist zu schwach. Nintendo mit ihrer Kaffeemaschinen-Hardware, Alter. Ich bin raus. Wir können es noch schaffen, aber ich... Oh, wir sind safe. Wenn du überlebst, sind wir safe. Ja, aber das Ding ist, siehst du, wie eklig diese Huren sind hier? Nee, das ist halt voll geil, ne? Ja, das sind die Huren so geil. Ich glaube, das hier ist gerade einfach Bangladesch auf der Bahn. Nein! Oh Gott, das war so knapp, was das gesehen. Ja, die 5 Sekunden machen es halt jetzt echt tatsächlich. Wir sind safe. Nur durch meinen Skill gecarried. Das stimmt, das stimmt. Da muss ich kurz nachschauen, ist richtig. So. Ja. Hast du, siehst du diese. Jo, siehst du diesen Schwarzen da? Ja, das hat sich jetzt falsch angehört. Man sieht seine Augen bei Nacht. Ey, kennst du dieses Meme? Das Meme? Nee, das kenn ich nicht. Nicht diesen. Egal, das ist. Oh, glaub ich nicht. So ganz dunkel, zwei weiße Augen und dann so schwarze, der macht. Das ist, den Sound kenne ich nicht. Ich glaube, ich kenne aber das Video. Aber da gibt es ja vieles natürlich. Das ist immer dasselbe. Auch schon wieder das. Ich sehe, wenn du jetzt gleich direkt wieder stirbst, dann hast du schon. Ey, ich habe die letzte Runde überlebt. Ich auch. Aber auf dem Bild waren jetzt wieder mehrere zu sehen. Also ich glaube, hier kommen wieder drei. Und vielleicht auch nicht. Oh, da kommt ein Schneeball. Alter. Da kommt noch ein Schneeball. Oh. Noch ein Schneeball. Ja, Alter. Oh Gott. Ich bin fast gestorben. Ich hab echt keine Ahnung, wo ich hingucken soll. Sind das überhaupt drei? Ist das nicht zwei? Ich bin zwei Grad. Zwei Grad, ja. Oh mein Gott, das war so knapp schon wieder. Oh Gott. Junge. Ich glaub, ich kotze. Bitte nicht, dann rutschen alle. War das jetzt deine Kotzimitation? Ja. Ich glaube, da kommt gar kein Dritter. Kommt kein Dritter, nein. Ich habe auch nur zwei im Bild gesehen, aber ich dachte, das ist entweder eins oder drei. Okay, die letzten paar Sekunden. Raus, der an, Junge. Ich hab's geschafft, wieder die Crows. Ich glaube, niemand ist gestorben, to be honest. Doch, ein paar Leute hatten 70 Punkte. Aber ich werde es erzählen. Vielleicht nur ein oder zwei Teams. Okay, oh, drei Teams. Guck mal, wir sind Top 5 schon. Wir sind ja, schon wieder das ist Finale. Alter, die schwarze Gelee-Bohne hier, die ist. Okay. Die ist wahrscheinlich auch wieder überleben. Wetten, das ist wieder irgendwas Dummes. Das ist ein Rennen? Nee, okay, auch nee, da habe ich noch nie gewonnen. Das ist immer so, ach, diese Games sind aber immer so gemacht, dass du einfach nie weißt, ob du irgendwie gut dran bist oder nicht. Weißt du, wenn du ganz oben bist, kannst du auf einmal so tief hinabfallen. Ja. Aber ich habe das hier letztes Mal gewonnen, ne? Ja, das stimmt. Das Problem ist, du hast mich und in dem Spiel bin ich halt wiederum echt nicht gut. Das, mein einer Sieg heißt halt hier nichts. So, ich glaube, ich renne einfach im Kreis. Ich hasse nein, die Leute, die einfach alle runter. Hier direkt runter. Ja, das ist aber nicht unbedingt schlimm. Das sagt halt echt nichts aus. Ich bin direkt zwei runtergefallen, weil alle um mich herum gerannt sind. Ich bin noch auf dem blauen tatsächlich. Ein anderer. Ich bin auch schon auf lila. Und ich verliere gerade die Kontrolle. Und bin schon vier Etappen runtergefallen. Und bin hier als erster. Ich bin auf blau jetzt schon. Ich bin direkt zwei runtergefallen. Oh, da bist du ja oh, auch. Ja. Hallo. Hi. Ey, vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Wenn wir hier ganz ruhig sind, nicht wie du einfach alles kaputt machen, dann fallen die anderen vielleicht direkt runter. Zwei Etappen. Nee, natürlich nicht. Ach, komm. Junge, oh Gott, Junge. Ja, sorry. Ich kann mich selbst jetzt nicht für dich opfern. Nee, sonst war nicht. Du bist nämlich eh besser als ich, also. Besser, wenn du länger überlebst. Okay, ich bin schon auf gelb. Ach, dieser Bastard. Oh shit. Als ob du noch auf gelb bist. Also ich bin, ich bin jetzt auf aber. Ich bin auf der letzten Ebene. Ich bin gerade auch runtergefallen. Es ist noch keiner raus.
Oh Gott, du hast einer dieser fucking Bastard hier, hat mich fast umgebracht. Ich bin gestorben. Einfach weil ich nicht. Ne, ich hätte einfach Dive Jump machen müssen. Ich schaue dir sehr gespannt zu. Wenn du schon wieder gewinnst, deine Props. Ach komm, geh doch weg. Bro, nein, hat mich geschubst. Ach komm. Oh, ich bin gerade nicht Dritter. Oh, das ist jetzt auch vorbei. Aber die Punkte holen wir jetzt, aber. Ein paar Sekunden ging es. Ja, der Typ ist eh vorbei. Nicht für die unverdienter Sieg. Zwei Sekunden oder drei Sekunden haben es ausgenommen. Unverdienter Sieg, ganz ehrlich. Ja, gut. Das ist ja fertig. Doch. Asch. So, ein paar Kudos. Jo, Alter, ich krieg gleich den Among. Ich würde sagen, ich krieg den Among aus Skin, aber leider doch nicht. Weil sieht auch ähnlich aus eigentlich. Aber damit haben wir eine ganze Folge füllen können, natürlich, weil wir einfach zu gut sind. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.